So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Infinite Fusions. Ich belebe unser Elektro-Pokémon wieder, darauf könnt ihr wetten. Nicht rename, switch. So, wir stecken den Saphir rein und es ist offen. Und da vorne sitzt jetzt Kai der Oger, ne? Genau. Er steht sicher im Telefonbuch, richtig. Aber ich will's halt nicht töten, ne? Warum haben alle Legenden so eine laute Mucke dabei? Alles klar, einmal Origin Pulse und unser Vieh ist weg. Wenn der Kai nicht so laut wäre. Okay, der hat ja seine Verteidigung eigentlich ganz gut erhöht. Immerhin ein Level 60 Legendary, ja. Und einmal Foulplay und es wäre tot gewesen. Das war ja jetzt schon mit erhöhter Verteidigung. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, ich hab's nicht gehört, das ist so laut. Er hat wieder das Orchester dabei. Ja, komm schon. Oh. Kai haut sich in Verwirrung bald selber tot. Und uns gehen die Pokémon aus. Oh, es kann Water absorben. Leute, ich glaube, Labras ist hier der MVP. Es guckt schon so. Ah, der Kai wurde gefangen. Kann ihm jemand mal den Tragbandverstärker abnehmen? Das da finde ich echt nice, das will ich. Seebecken-Pokémon. Kyogre taucht in der Mythologie als Erschaffer des Meeres auf. Nach langen Jahren, die es sich mit Groudon gestritten hat, schläft es jetzt auf dem Boden des Sees. Oder des Meeres. Wow, du hast 5 Seemuscheln gefunden. Die Seemuscheln. Hier, nimm das. Scuba Gear. Ah, damit kann ich jetzt tauchen, auch wenn ich kein Pokémon mit Taucher dabei habe. Ist ja geil. Wie weit ist denn zufällig die nächste Stadt noch weg? Ich bräuchte mal ein Cent. Oh, wir sind da.
Sieht ein wenig aus wie ein Orca mit Flügeln und Fingern. Da ist eine alte Frau, die in einer alten Hütte am Kap lebt. Sie gibt das Auge den Pokémon. Das ist etwas merkwürdig. Okay. Bist aber für 30 Minuten weg. Warum bist du jetzt für 30 Minuten weg, Wutz? Aber ist okay. Viel Spaß. In 30 Minuten soll ich noch da sein. Da ist eine Insel, die nicht weit weg ist, die sich Navel Rock nennt. Es gibt Gerüchte, dass es dort dass es der Nestplatz eines legendären Pokémon ist. People lassen eine Menge Items oben an Navel Rock und versuchen, das legendäre Pokémon rauszulocken. Es ist eine lustige Tradition. Ich habe ein paar DNA-Splicer dort gelassen. Oh Gott. Warum tust du es? Ich nehme wieder ein paar Bällchen mit. Zumindest mal 10 neue. Ich muss echt wieder Geld farmen. So, jetzt versuche ich aber mal auf der Karte gerade mal rauszufinden, wo wir jetzt eigentlich sind. Ah, hier sind wir. Okay, das ist die Route Deep Ocean, da waren wir. Achso, stimmt, wir wollten ja ein bisschen was fusionieren, ne? Das können wir heute noch machen. Da ist mein PC. So, das da wurde sich mit Pichu gewünscht. Ich muss erst mal gucken, ob wir überhaupt noch einen Pichu haben. Hier ganz viele Pikachus, da unten ist ein Pichu. Albaes, fangen wir mit links oder rechts an? Warum lasst ihr so gefährliche Sachen da liegen? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage aller Fragen. Erst links, erst links. Es ist zu Pipi geworden. Es sieht nicht so aus, aber ich schwöre euch, es ist ein Pipi. Jetzt drehen wir es um. Ich mochte Pipi irgendwie lieber. Bin ich ganz ehrlich. Ich mochte Pipi lieber. Ich auch. Wir drehen das mal wieder um. So, dann gucken wir mal, was die beiden Landwurms zusammen ergeben. Das sieht cool aus. So ist ein Tiefseefisch. So muss der aussehen. Mein Gott, sieht das Vieh verstörend aus.
aber irgendwie auch cool, oder? Das rechts? Ich finde geil. Das ist wichtig. Du hast sie ja gewünscht. Oh, wir haben auch die Version. Oh, Lumi. Albtraum-Version oder die Version? Ich wäre ja eher für die Kiwi-Kelly-Version. Statt die mit den ganz vielen A's. Aber ich mag beide. Beide toll. Albtraumversion. Okay. Das ist halt auch eine echt mega coole Fusion. Also die gefällt mir. Packen wir jetzt zu den anderen, die wir da haben. Die zwei Fische als Lampen sind ein Traum. Ja, es ist schon echt cool. Seht ihr mal. Traum ist vor Zweck, holen wir wieder die coolen Fusionen raus. Ein Gardevoir habe ich nicht, glaube ich. Ich habe hier die Gardevoir-Fusion. Die könnte ich auseinanderreißen. Und ein Arbok. Arbok weiß ich gerade nicht. Ich habe hier eine Arbok-Fusion, die ich auseinanderreißen könnte. Die aber cool aussieht. Ich kann mal gucken, ob ich noch irgendwo einen Arbok rumliegen habe. Ja, ich habe noch einen Arbok. Aber ich habe kein Gardevoir. Ich habe nur einen Trassler rumliegen. Also wenn, könnte ich nur das eine defusionieren. Weil das sah ja tatsächlich nicht ganz so geil aus mit dem Dratini. Aber es ist halt noch kein Dragoran. Das ist das Problem. Ja, wir machen das noch voll entwickelt. Keine Sorge, Melody. Ja, du hast ja nicht. Danke, Albert. Bei Hardscales verkauft ihr mir ein Glücksei. Ich will kein Glücksei. Wollt doch, eigentlich will ich ein Glücksei. Wir haben ja das eine Pokémon, was dringend Erfahrungspunkte braucht. Da hatten wir schon ein Glücksei. Dann haben wir jetzt zwei. Nee, wir hatten noch keins. 13.000 Wolfshaare rumliegen, die müssen irgendwie weg. Verstehe ich. Die sauen einem auch nur alles voll, das ist furchtbar. Einmal gebürstet habe ich wieder 1.500 Haare für dich. Boom. Der Wasserfall drückt genau auf meinen Kopf. Mein Name ist Chuck, ich bin der Arenaleiter von Cyanwood City in Johto. Ich bin ein Meister für der Kampf-Pokémon. Ich bin hergekommen, um die perfekte Trainingslocation zu finden. Würdest du mich gerne herausfordern? Wir sind weit weg von der Arena, aber ich suche immer einen starken Herausforderer. Nun gut. Nimm deinen Platz auf dem Feld ein. Ich denke, das ist ein guter Platz wie jeder andere. Es ist ein bisschen plötzlich, aber wir sollten einen Kampf machen. Und plötzlich haben wir einen Arena-Kampf. Mit dem Kabu-Champ.
Abo Champ sieht aber tatsächlich cool aus. Wie lange willst du noch machen? Das habe ich vorhin schon gesagt. Noch zwei Parts, also den und den danach. Putz, du bist heute so abgelenkt. Was ist los? So, das haben wir auch erledigt. Dann schaue ich nach einem kurzen Spiel. So grob 30 Minuten. Warum willst du nach einem... Mit dem einen, der übrigens zwei Leiter, ja. Dann machst du danach noch ein Suchspiel, das kannst du machen. Die Frage ist, wenn ich nur noch 30 Minuten mache, dann ist ja nicht spät. Warum suchst du dann ein kurzes Spiel? Ich meine, du hast gemeint, es hängt von der Länge ab, wie lange ich heute mache. Da sind sicher noch viele Katzensuchspiele, es gibt Unmengen davon. Oh oh. Holy Ape geht in den Nahkampf. Ja, Mann, da hättest du dir auch gleich ein kurzes raussuchen können, wenn das für dich schon so spät ist. Bist du nochmal mit dabei? Ja, ich kann von mir aus nochmal mit dabei sein. Brave Bird, okay. Ich würde mich hier der Erdbeben einsetzen sollen oder Staubler. Verdammt. Ja, ich wäre nochmal bei einem Spiel dabei. Okay. Ist in Ordnung. Hitmon Lex. Das passiert mit Nocturne, wenn es sich gehen lässt. Wenn es aufhört zu trainieren, sieht es so aus. Haben wir keinen Geist? Verdammt, wir sind kein Geist. Dann brauche ich wen anders. Erinnert mich an Kirby. Ein bisschen. Naja, nicht mal der Flareblitz ist stark genug, aber der Hagel. Ah, ich bin beeindruckt von deinen Kräften. Ich hab verloren. Wie ist damit? Alles klar, du bist würdig des Sturmordens. Das ist der Orden, der... Meine Arena in Cyanwood City. Ich gebe ihn nicht einfach so raus. Ich möchte dir auch das hier geben. Ein alter Seefahrer hat es mir gegeben, aber ich denke, es wäre in besseren Händen bei dir. Ein Naval-Ticket. Zeig das dem, dem Bootsmann am Hafen und er wird dich nach Naval Rock bringen. Da sollte es ein paar seltene Pokémon geben. Setz dein Abenteuer fort. Ich glaube, dass der Arena-Leiter von Oliviana City auch irgendwo auf den Savvy Islands ist. Oh, noch einer meiner fehlenden Arena-Leiter. Okay. Das heißt, die fehlenden Arena-Leiter sind nicht in Johto von den Städten, die wir kriegen, also die wir nicht erreichen konnten, sondern die sind hier auf den Savvy Islands. Sorry, aber Perkog legen wir um. Oh! Dich haben wir noch nicht. Dich brauchen wir. Dann Leitteiler. Scheiße, ich hab's umgebracht. Pokémon, das wir noch nicht haben, das müssen wir uns fangen.
Es ist eine Fusion, die man auseinanderreißen kann. Ist in Ordnung für mich. Das zählt für mich. Außerdem wollte ich eh mal das Pokémon austauschen. Ist Lumi noch da? Glaube. Sie hat sich auf jeden Fall nicht verabschiedet. Und wenn Lumi sich nicht verabschiedet, dann bedeutet das normalerweise, dass sie noch da ist. Ich will aber mal gucken, ob ich hier den Wasserfall hochkomme. Ah ja, komm ich. Das bringt mich auch nicht weiter. Oh, ein Pokémon-Trainer. Ich kriege nicht viele Besucher hier. Ich bin nicht so arg ein Pokémon-Trainer. Aber in meiner Jugend war ich einer der besten Pokémon-Fänger in der Gegend. Du hast vielleicht meine Schwester in Kanto getroffen. Ich habe Pokémon mit seltenen Fähigkeiten aufgefangen und sie Pokémon-Trainern verkauft. Oh, aber das war lange her. Ich habe mich zurückgezogen. Soll ich dir aber von versteckten Fähigkeiten erzählen? Nee, bitte nicht. Will ich nicht. Hier ist schon wieder so ein Kreis. Aber an den komme ich nicht dran. Harzgeld. Diese Währung Harzgeld liegt hier überall rum. Das sieht auch lustig aus. Lusion. Gut, Leute. Aber dann mit dem Narwhal-Ticket, da kümmern wir uns nächstes Mal drum. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da lasst. Einen Daumen nach oben. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Pokémon Infinite Fusion. Bis dann, euer Wolf.